Ich bin froh, dass du dich entschieden hast, hier zu bleiben. Tja, die Fremdenlegion wird es auch ohne mich schaffen. Und hatte ich das wirklich richtig verstanden? Du hilfst Robert jetzt bei seinen Geschäftsproblemen? Ja, ich habe mich dazu entschlossen. Abgesehen davon war sein Angebot lukrativ. Und ist das Geld für dich der einzige Aspekt? Die meisten Entscheidungen beruhen auf einer ganzen Reihe von Gründen, aber Geld ist dabei nicht unwichtig. Nun, offenbar spielen dabei deine persönlichen Probleme keine Rolle. Machst du dir wegen Robert etwa Sorgen, Kelly? Er scheint wirklich Schwierigkeiten zu haben. Siehst du das anders? Er hat ganz gewaltige Schwierigkeiten, das stimmt. Nur erwarte nicht allzu viel von mir. Ich tue, was ich kann. Aber Bobby ist das Finanzgenie. Wenn er jetzt keinen Ausweg findet, dann gibt's keinen. Es muss einen geben. Es ist wichtig. Also, wenn wir zwei wirklich Freunde sind, dann sollten wir versuchen, offen zu sein, okay? Ich muss dich vor etwas warnen. Falls du jetzt vorhaben solltest, gegen Nein, Robert darum zu. Geht's nicht. Ich kenne Bobby wesentlich besser als du. Okay? Er war ein armer Mann, der sich hartnäckig nach oben gekämpft hat. Und wenn du oben bist, hast du eine Menge Geld und Macht. Und wenn du das verlierst, dann verlierst du dein Gleichgewicht. Genau das könnte jetzt Robert passieren. Craig kann es nicht sein. Zuerst dachte ich, dass er hinter der ganzen Sache steckt. Aber er hätte gewusst, wie man eine Firma leitet. Er hätte mir nicht diese Frau mit den vielen Fragen geschickt. Wer zum Teufel ist sie und was will sie? Ich weiß, dass sie nicht allein arbeitet, aber wer ist ihr unsichtbarer Partner? Irgendein alter Feind? Ach, nein. Ich muss logisch denken. Sonst werde ich hier drin noch verrückt. Ich muss einen Weg finden, um mit Deborah zu reden. Wenn es jemanden gibt, der mir sagen kann, was hier gespielt wird und wer dahinter steckt, dann ist es Deborah. Ich werde jetzt gehen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich weiß, wer Sie wirklich sind. Und wer bitte bin ich? Ein Mann, der alle Antworten hat. Obwohl er seine Antworten nur anonym gibt. Ich dachte, es wird Zeit für mich, der geheimnisvollen Informationsquelle einen Besuch abzustatten. Tut mir leid. Ich kann Ihnen da nicht folgen. Kommen Sie, Robert. Tunnel ist Geschichte. Wer immer Sie bedroht hat, ist mit Tunnel verschwunden. Das wissen Sie selber. Ich würde sagen, der Fall ist klar. Das waren Sie. Wir brauchen uns hier also nichts vorzumachen. Vielleicht denken Sie, Sie wissen etwas, aber... Ich weiß nicht genug und das ist das Problem. Ich brauche noch Informationen über eine der Firmen, die auf Ihrer Liste stand. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Also, entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt... Einen Moment, ich brauche diese Informationen unbedingt, Robert. Das Leben meines Bruders könnte davon abhängen. Also meine Meinung hören. Ja, die interessiert mich schon, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde. Okay. Fein. Es gibt nur einen Weg. Nur einen einzigen. Dieses Vogelschutzgebiet zu retten. Danke. Indem Sie auf das Projekt verzichten. Was ist, wenn wir Schutzmaßnahmen ergreifen? Was oh, wäre, wenn wir Ihnen garantieren, Oh, nicht jetzt. Sie dass... wollten meine Meinung und keine Diskussion darüber. Wir protestieren doch nicht aus Vergnügen, Mrs. Capwell. Oder weil wir etwas gegen Golfplätze haben. Wir haben dieses Gelände von Spezialisten untersuchen lassen und alle sagen dasselbe. Die Capwell-Oase würde dieses Vogelschutzgebiet erheblich gefährden und wahrscheinlich langfristig zerstören. Das ist eine Tatsache. Und da sind noch größere Probleme. Es steht ein ganzes Ökosystem da draußen auf der Kippe. Also, ich freue mich wirklich über Ihr Engagement, glauben Sie mir. Und ich weiß auch, wie schwer es sein wird, sich zu entscheiden zwischen einem Mann, den Sie wahrscheinlich lieben, der aber etwas völlig Falsches tut und ihren eigenen Überzeugungen.
Natürlich könnten Sie sich scheiden lassen. Ich bin nicht ganz sicher, dass mein Mann etwas völlig Falsches tut. Ich bin zwar Ihrer Meinung, aber ich habe da gewisse Zweifel. Was hätte ich für einen Grund, Sie anzulügen, Mrs. Capwell? Vielleicht tun Sie es aus Gewohnheit. Vielleicht lügen Sie sich selber an. Wie auch immer, Sie reden ständig darüber, wie gierig mein Mann ist. Aber ich kenne viele Menschen in Ihrer Position, die ebenso gierig sind. Auf eine andere Weise, aber die Gier ist die gleiche. Oh, bitte ersparen Sie mir den Vergleich mit Ihrem Mann, okay? Was für ein Mann das ist, das dürften Sie selbst am besten wissen. Er ist ein Capwell. Sie brauchen sich doch nur seine Biografie anzusehen. Ich glaube, für diesen Mann gibt es nur eins und zwar den schnellen Profit. Nur der ist wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als seine Familie. Ich kann Ihre Ehe nicht retten, Mrs. Capwell. Also suchen Sie sich jemand anderen, der den Sünden Ihres Gatten Absolution erteilt. Oder Sie gehen ins Shopping Center. Ist das nicht die Methode, mit der reiche Frauen ihre Nerven beruhigen? Wissen Sie, Mr. Nichols, die Vehemenz, mit der Sie meinen Gatten angreifen, klingt merkwürdig persönlich. Sind Sie vielleicht eifersüchtig auf Mason, kann das sein? Bitte. Oder wäre es möglich, dass es hier um mehr geht als um den Fortbestand eines Vogelschutzreservats? Ja, so ist es. Wie scharfsinnig von Ihnen. Was ich in Wahrheit will, ist eine lebenslange Freikarte für den Golfclub der Capwell Oase. Und es ist mir sehr peinlich, dass Sie mich durchschaut haben. Wenn jemand nicht voll auf Ihrer Seite steht und seine Meinung etwas von Ihrer abweicht, sind Sie absolut davon überzeugt, dass er Ihnen gegenüber feindlich gesonnen ist. Ich weiß leider genau, dass Ihr Mann mir feindlich gesonnen ist. Und ich werde ihn mit allen Mitteln bekämpfen. Für mich ist der Fall klar. Entweder kämpfen Sie für uns oder gegen uns. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Also, wieso sagen Sie mir nicht genau, was Sie wissen wollen? Omega-Pumpgeräte war eine der Firmen auf der Liste von Tonnells Gesellschaften, die ich für Sie durchleuchten sollte. Nur leider hatte ich bei meinen Nachforschungen nicht allzu viel Erfolg. Es geht nicht ohne Ihre Mithilfe. Wieso brauchen Sie mich? Ich dachte, Sie wollten die Burschen kaltstellen, deswegen haben Sie mir doch die Liste gegeben. Ja, sicher, Cruz, aber ich habe jetzt leider keine Zeit dafür. Dann nehmen Sie sich die Zeit. Mein Bruder ist in Lebensgefahr, das wissen Sie doch. Das ist nicht mein Problem, oder? Was ist denn Ihr Problem? Sie haben eins, das merke ich doch. Was ist es? Reden Sie. Geht es etwa um Tonnells Leute, die sich jetzt wieder organisiert haben? Ist es das? Sagen Sie mir, wovor Sie Angst haben, und ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe vor gar nichts Angst. Dann geben Sie mir die Information, Robert. Sie tun das alles für Ihren Bruder? Okay. Ich habe Ihnen jetzt all meine Informationen geliefert, aber vielleicht erfahre ich ja noch etwas. Allerdings wird das dauern. Hoffentlich nicht zu lange. Hey, worüber habt ihr eben geredet? Robert wird sich dadurch nicht verändern. Er ist ein Kämpfer, Craig. Das ist wahr. Aber er ist doch jemand, der selbstzerstörerische Neigungen hat. Denkst du, dass er selber schuld an seinen Schwierigkeiten ist? Bobby war gierig nach Macht. Verstehst du? Und wer weiß, vielleicht war er diesmal etwas zu gierig nach Macht. Und das war sein Fehler. Vielleicht hat er einfach die Übersicht verloren. Ich will ihm helfen. Und das willst du doch auch. Aber jetzt wendest du dich von ihm ab. Ich wende mich ab? Ja. Hör zu, er ist mein Partner, okay? Und obwohl sehr viel zwischen uns passiert ist, auch das zwischen uns beiden, ist er noch mein Freund, so wie wir zwei noch Freunde sind. Und deswegen sage ich dir, pass auf. Ich brauche keine Warnungen, Craig. Denk doch mal ein bisschen nach, Kelly. Vielleicht will er ja deine Hilfe gar nicht haben. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar besser für ihn, wenn du ihm nicht hilfst. Für einen Freund klingst du ganz schön bitter. Wenn ich verbittert wäre, hätte ich dann zugestimmt, ihm zu helfen? Hallo, Craig. Ich habe mich etwas verspätet. Hallo, Cassie. Oh, Cassie. Hallo. Hallo, willst du uns Gesellschaft leisten? Nein, das kann ich gar nicht. Ich besuche noch einen Freund. Oh, das ist wirklich schade. Wir sehen uns hoffentlich noch, Craig. Es gibt noch einiges zu besprechen. Bis dann, Cassie. Also dann. Bis dann. Sag
Mal kam ich ungelenkt. Oh nein, dein Timing war perfekt. Hast du verstanden, was er wollte? Es ging um etwas zwischen Cruz und Robert, etwas, wovon ich nichts wusste. Tu jetzt bitte nicht so, als wäre das meine Schuld. Er hat etwas von seinem Bruder gesagt. Was hat er da gemeint? Sein Bruder scheint in großer Gefahr zu schweben. Und Castillo denkt, ich könnte ihm da helfen. Offenbar stand mein Bruder Robert in irgendeiner Verbindung zu Cruz' Bruder. Und dabei scheint irgendetwas ganz Gravierendes schiefgelaufen zu sein. Und Castillo denkt, ich habe die Möglichkeit, ihm zu helfen, wie immer er sich das vorstellt. Ich finde es gar nicht gut, dass dieser Polizist hier ständig auftaucht. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Ja, sicher. Nur kann ich diesen Kerl nicht einfach wegschicken, oder? Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen, Nein, bis auf wir... keinen Fall. Das machen wir nicht. Abgesehen davon haben wir meinen kleinen Bruder genau da, wo wir ihn haben wollen. Irgendwann wird er weich werden und anfangen zu plaudern. Ich hatte bisher nicht den geringsten Erfolg, ihn zum Reden zu bringen. Vielleicht haben wir noch nicht das Richtige ausprobiert. Was denkst du? Wie meinst du das? Robert Barr ist, wenn ich mich nicht irre, besonders verwundbar, wenn es um eine gewisse schöne Frau geht. Kelly Capwell. Hallo. Hallo. Ich habe deine Nachricht bekommen. Allerdings hatte ich nicht erwartet, so schnell von dir zu hören. Tja, ich bin froh, dass du Zeit hast. Ich bin sogar sehr froh. Das bin ich auch. Gut. Oh, ich hatte Besuch von deinem Schwager. Cruz? Wieso? Er wollte einen Gefallen. Von dir? Ist das denn so bemerkenswert? Ja, das ist es. Weil er noch diesen Hass auf mich hat, hä? Hat er denn einen Grund, dich noch zu hassen? Nein, eigentlich nicht, weißt du. Es gibt Männer, die einfach schwer vergessen können, Kelly. Und ein paar vergessen leider nie. Wieso sagst du mir das? Du sollst wissen, dass ich nichts dagegen hätte, ihm zu helfen. Danke. Aber in welcher Sache willst du ihm helfen, hä? Es hat was zu tun mit seinem Bruder. Ja, Cruz hat schreckliche Angst um Rick. Offenbar ist er hier nicht der Einzige, der sich Sorgen macht wegen Rick. Robert, Rick ist mein Freund. Das weiß ich. Ein Grund mehr für mich, ihm zu helfen. Oder? Ja. Ich wünschte nur, sein Timing wäre ein wenig besser. Robert, hör auf, dir Sorgen zu machen. Es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Vorausgesetzt, es ereignen sich ein paar Wunder. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Tu nicht so, als ob die Welt untergeht. Auch wenn du jetzt ein paar Federn lässt, du hast immer noch genug. Ich habe zu hart geschuftet, um irgendetwas sausen zu lassen. Und jetzt würde ich dir gern vorschlagen, dass wir gehen. Ich fürchte, ich kann jetzt nicht weg. Ich muss leider noch sehr viel Robert, arbeiten. Was? Deine Arbeit hier kann warten. Du schuldest mir doch noch ein Dinner, oder? Erinnerst du dich? Und wie jeder weiß, hält Robert Barr seine Versprechen. Wir werden jetzt zu mir gehen. Wir werden essen und anschließend ein bisschen plaudern. Das heißt nur, wenn du willst. Aber du willst doch, oder? Kelly, ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich weiß es. Mr. Benson, hallo. Mr. Benedict, nett, Sie freut mich, Sie zu sehen. Wie geht's denn? Schön, dass Sie hier sind. Das ist der... Ein Moment. Das hallo, ist schön, dass Guten Sie kommen. Guten Tag. Ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, Sie kommen auf Ihre Kosten. Tja, die Presse ist früh hier. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Naja, wenn die Presse umsonst essen und trinken kann, ist sie natürlich früh da. Du hast einfach etwas gegen die Presse, Dad. Ein paar Monate noch und das ist ein Paradies für Hedonisten. Und dann wirst du sagen, dass du es von Anfang an gewusst hast. Eins steht fest, du hast das Projekt jetzt schon weitergebracht, als ich jemals dachte. Und ich werde es auch durchziehen, Dad. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich hatte sogar meine Zweifel, dass du in der Lage bist, so etwas auf die Kante zu stellen. Danke. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Du hast dich glänzend geschlagen. Ich weiß, wie schwierig es ist, so ein Projekt durchzuziehen. Du hast es geschafft. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber da ist ein Mr. Davis, ein Reporter, der mit dir sprechen will. Ja, der alte Davis, der steht immer auf der Seite der Capwells. Entschuldige mich. Es freut mich, dass ihr beide jetzt endlich ein gutes Verhältnis habt. Ja, das ist ein schönes Gefühl.
Eigenartig, aber schön. Ich wünschte nur, Julia wäre jetzt auch dabei. Ich fürchte, sie weiß gar nicht, wie wichtig das für mich ist. Doch, ich bin sicher, sie weiß es. Sie wird noch kommen. Sie ist bestimmt nur aufgehalten worden. Nein, ich habe nicht gedacht, Nichols. Ich sagte nur, das ist eine private Party und eine private Zeremonie. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Dann verpasse ich ja den ganzen Spaß. Ich werde nicht gehen, Mister. Ich habe nicht oft die Gelegenheit, dabei zu sein, wenn eine ökologische Katastrophe gefeiert wird. Wahrscheinlich ist die Attraktion des heutigen Abends ein Preisschießen auf harmlose und vom Aussterben bedrohte Seevögel, richtig? Oh Mann, ich will keine Gewalt auf der Feier. Überlegen Sie sich, was Sie sagen. Sie reden von Gewalt? Immerhin sind unsere Leute angegriffen worden von Ihrer Chemiefabrik. Keiner weiß, woher diese Bombe kam. Wahrscheinlich waren Sie es selber wegen der Publicity. Wir haben die Bombe geworfen. Ich weiß es. Ihnen ist doch alles zuzutrauen. Es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig. Es freut mich sehr, dass Mr. Nichols hier ist. Vielleicht können wir ihm dann klar machen, dass wir absolut nichts zu verstecken haben. Oh, hallo. Da sind Sie ja. Sie sehen aus, als hätten Sie einen schlechten Tag gehabt. Sie hätten Ihre Zeit lieber hier bei mir verbringen sollen, anstatt wegzugehen. Ehrlich gesagt habe ich schon sehnsuchtsvoll auf Sie gewartet. Immerhin sind Sie meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Existiert die eigentlich noch? Dann hatte ich auch gehofft, dass Sie mir eine Zeitung mitbringen würden. Was nützen Ihnen denn Zeitungen? Ihnen kann doch egal sein, was inzwischen passiert ist, finden Sie nicht? Nun, ich könnte einen Blick in den Wirtschaftsteil werfen und feststellen, ob ich schon bankrott bin. Also eins verstehe ich wirklich nicht. Und zwar, wieso Sie jetzt kurz vor dem Bankrott stehen. Sie waren doch immer ein begnadetes Finanzgenie. Was ist passiert? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass mir dieser Zustand sehr gefällt? Das glaube ich nicht. Das ist zu unwahrscheinlich. Ich denke, es sind Ihnen ganz einfach eine Reihe von gravierenden Fehlern unterlaufen. Das ist alles. Und jetzt bezahlen Sie dafür. Tue ich das? Immerhin bin ich in einer überraschend luxuriösen Zelle und habe die Gesellschaft einer wunderschönen Frau. Nein, ich würde sagen, Sie und die Person, für die Sie arbeiten, haben hier Probleme. Richtig? Die ganze Sache wächst Ihnen ein bisschen über den Kopf, hm? Da täuschen Sie sich gewaltig. Ach, kommen Sie, das ist Unsinn und das wissen Sie. Und Sie wissen auch, dass Sie mich brauchen. Und zwar mehr denn je. Sie stecken nämlich in massiven Schwierigkeiten. Das sehe ich Ihnen an. Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung der Schäden, Danke. Die die Capwell-Oase hervorrufen wird. Und zwar in der gesamten Region. Es gibt zwei spezielle Möwenarten, die extrem gefährdet sein werden. Und ebenso eine Kolonie von Seeottern, der pazifische Otter, der in seinem Bestand gefährdet ist. Und das sogar schon, wenn Sie die Auflagen einhalten. Ja, verstehen Sie, in dem Moment... Entschuldigen Sie, Moment, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand von uns Sie hier eingeladen hat zu dieser Party. Diese Feier ist kein Forum für Ihre Propaganda. Jetzt verschwinden Sie, bevor ich Sie rauswerfe. Das ist alles in Ordnung. Vielleicht interessiert sich ja Mr. Nichols für das, was ich zu sagen habe. Dürfte ich jetzt auch ein paar Worte sagen? Haben Sie eigene Gutachten vorliegen, Mr. Capwell, die denen von Mr. Nichols widersprechen? Aber selbstverständlich. Was ist mit den Schutzmaßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben, Mr. Capwell? Hat sie nicht herausgestellt, dass Sie für das Vogelschutzgebiet gar nichts bringen? Dann sollen Sie auch gar nicht finanzierbar sein. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Die Finanzierung ist vollständig gesichert. Aber wenn Mr. Nichols Einwände berechtigt sind, Mr. Capwell... Hören Sie, ich bin sicher, dass Mr. Nichols Gruppe sorgfältig recherchiert hat. Genauso sorgfältig wie wir. Ich darf Ihnen jetzt auch sagen, dass unsere Planer schon seit Monaten an Alternativen arbeiten. Wir wollen gewährleisten, dass dieses Projekt das Vogelschutzreservat in keiner Weise gefährdet. Wir haben alle denkbaren Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern. Einen weiteren Punkt will ich noch erwähnen. Es ist Ihnen sicher inzwischen bekannt, dass wir 4 Golfplätze haben. Ja, ja. Sie werden sehr überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, wer für den Entwurf der Golfplätze verantwortlich sein könnte. Ich würde gern wissen, wie Ihre Alternativen aussehen. Denn falls uns alle Konzeptionen nicht zusagen sollten, entwerfe ich die Golfanlage selbst. Ich habe einen etwas verkreuzten Schlag. Und wie werden Sie das Vogelschutzgebiet sicher, Mr. Capwell? Mit allen Methoden, die uns heutzutage bekannt sind. Das wird nicht ausreichen. Wenn diese Methoden unzureichend sind, dann erfinden wir neue. Noch etwas. Sie haben mich vorhin etwas gefragt und ich möchte Ihnen jetzt die Antwort geben. Ja, jedes Chalet hat seinen eigenen Pool. Da sehen Sie es, der Fall ist doch klar. Das Einzige, was Ihnen interessiert, ist der Komfort seiner Golfspieler. Sie haben gar keinen alternativen Plan. Sie reden hier mit einem Mann, der Sie nach Strich und Faden belügt. Ist das wahr, Mr. Capwell? Sie erleben, wie er Sie belügt, dann lassen Sie ihn nur weitermachen. Und ich verrate Ihnen, was diese alternativen Pläne existieren, nur in seiner Fantasie. Muss ich das kommentieren, Mr. Capwell? Ruhe! Dürfte ich mal um Ruhe bitten? Ich gebe Ihnen meine persönliche Garantie. Keine einzige Tierart wird durch uns zu Schaden kommen.
Das kann ich Ihnen versichern. Ja, möglich ist das schon, aber ich würde mich nicht mehr dran. Gut, dann kann man eine Chance ziehen. Greg, ich muss Sie sprechen. Etwas Offizielles, Inspektor? Kann schon sein. Was heißt das? Ich bin sauber und das wissen Sie. Gut. Sie arbeiten wieder mit Robert Barr, ist das richtig? Wir haben einen Vertrag, stimmt. Und Sie standen in Verhandlungen mit Harlan Richards. Es ging um Land, das Robert gekauft hat. Nein, das stimmt nicht ganz. Dieses Geschäft ist leider Gottes geplatzt. Mir leid, das zu hören. Wussten Sie, dass mein Bruder für Harlan Richards gearbeitet hat? Nein, wusste ich nicht. Hat das irgendwas mit mir zu tun? Genau das will ich wissen. Ich meine, ich hatte den Eindruck, dass Sie und mein Bruder nicht die besten Freunde waren. Nein, er hasst mich leider. Das ist ziemlich bekannt hier. Die halbe Stadt weiß es. Vielleicht gibt es einen Grund dafür. Hören Sie, Castillo, vielleicht sagen Sie mir endlich, was Sie eigentlich wollen. Gerne. Ist Ihnen eine Firma bekannt, die sich Omega-Punktgeräte nennt? Ja, sie gehört Harlan Richards. Genau. Und Robert Barr hat Zugang zu Informationen über diese Firma, richtig? Möglicherweise. Hätten Sie Zugang zu denselben Informationen? Ich denke. Ich brauche sie. Wieso? Es geht um Rick. Ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Robert konnte Ihnen also nicht helfen? Nein, genau das ist nämlich der Punkt. Jetzt hören Sie mal zu. Sie erzählen doch allen Leuten seit ein paar Monaten, dass Sie Ihr Leben geändert haben. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, es zu beweisen. Sie müssen ziemlich verzweifelt sein, wenn Sie zu mir kommen. Craig, es geht um meinen Bruder. Gut, ich helfe Ihnen. Ich danke Ihnen. Streit anfangen wegen des Essens, oder? Nein, ich will keinen Streit mit dir, auf gar keinen. Aber sieh dir den Schreibtisch an, ich meine... Vergiss ihn doch einfach, Robert. Ein Mensch kann die ganze Nacht durcharbeiten. Und wenn, dann kommt nichts dabei heraus. Gut, okay. Wenn du willst, dann esse ich mit dir. Aber es darf nicht lange dauern. Ich frage mich übrigens, wieso du unbedingt nachts arbeiten musst. Was ist denn so furchtbar dringend? Ah. Weißt du, die Tokyota Börse wird in ein paar Stunden aufmachen. In ein paar Stunden? Ich will... Aber ein paar Stunden reichen doch. Und wenn nicht, dann vergisst du Tokio einfach. Kelly? Kelly? Ja? Nein. Sind Sie weitergekommen? Nein, ich fürchte nicht. Ich habe eine Spur, die vielleicht zu etwas führt, aber allzu optimistisch bin ich nicht. Eins muss man Richards lassen. Der Mann versteht es sehr diskret vorzugehen. Noch etwas. Der Commissioner war hier. Er hat Sie gesucht. Und wieso? Er scheint sich etwas zu wundern, dass noch kein Haftbefehl für Rick erlassen worden ist. Großer er meint, bei Gott. All den Beweisen hätte man längst einen Haftbefehl erlassen müssen. Das wäre völlig unangemessen. Was für Beweise liegen denn vor? Praktisch keine. Wir beide wissen das doch. Das alles war nicht mehr als ein Zufall, Boss. Aber, Cruz, ich würde Ihnen das gerne abkaufen, wirklich. Es geht nicht um Abkaufen. Sie glauben mir nicht? Dann erklären Sie mir doch, wo ich was übersehen haben könnte. Rick wurde gesehen, zusammen mit Jack Seller, und zwar ziemlich genau 5 Minuten, bevor diese Bombe hochging. Ja, Rick kennt ihn. Sie haben zur gleichen Zeit für Richards Firma gearbeitet. Er kennt den Mann. Nur heißt das nicht, dass Rick an der Sache beteiligt war. Und das sollte man ihm auch nicht unterstellen, finde ich. Okay, vielleicht haben Sie ja recht. Aber eins begreife ich nicht. Wenn es wirklich so wichtig für Sie ist, Rick zu finden, was spricht dann gegen einen Haftbefehl? Das ist der beste Weg, ihn zu finden. Ich meine, die Kollegen sind einfach effektiver, wenn sie wissen, es geht um einen Haftbefehl und nicht nur um eine vermisste Person. Wo liegt das Problem? Es gibt leider viele Kollegen, die zu schnell von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und ich setze nicht gern das Leben meines Bruders aufs Spiel. Danke. Okay, Cruz. Die Sache ist nur nach allem, was wir bereits wissen. Wie können wir sicher sein, dass Rick nicht schon tot ist? Solange wir nicht seine Leiche haben, muss ich davon ausgehen, dass er lebt. Fest steht nur eins, und zwar, dass Rick in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. Das ist kein Wunder. Wenn man sich seine Akte ansieht, ist das nicht sehr überraschend. Bitte. Er hat sich geändert, also keine Vorverurteilungen. Na
Mein Bruder ist kein Heiliger, aber ein Verbrecher ist er nicht. Das lief alles hervorragend für ihn und er ist bestimmt nicht ohne einen guten Grund verschwunden. Gut, dass ich Sie endlich mal hier erwische, Castillo. Wir müssen uns unterhalten. Ja, Sir. Denken Sie wirklich, Sie können sich durch Reden aus der Affäre ziehen? Vielleicht erklären Sie mir erst mal Folgendes. Wie wollen Sie und Ihr Partner aus meiner Firma noch Geld rausquetschen? Wissen Sie, eigentlich müsste ich schon lange Konkurs anmelden. Seit Monaten ist meine Firma nur noch Fassade. Wie hat das funktioniert? Ich meine, Sie haben unglaublich hohe Schulden. Die sind so hoch, dass Sie kaum noch irgendwo Kredit haben. Und wenn das der Fall ist, ist man eigentlich erledigt. Aber Sie sind nicht erledigt. Wieso? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Geschäftsgeheimnis. Hey, Robert. Hm? Sie werden alles verlieren. Das sehe ich etwas anders. Sie sind hier die Verlierer, denn ob ich verliere, ist mir inzwischen egal. Sie lügen. Sie haben mir doch gerade erklärt, wie sehr Sie in den letzten Monaten um Ihre Firma gekämpft richtig, haben. Richtig, nur Prioritäten ändern sich und im Moment ist es mir eher gleichgültig, was mit der Firma passiert. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Sie und Ihr Partner da eine etwas andere Perspektive haben. Vielleicht könnten wir ein Geschäft machen. Was für ein Geschäft? Tja, dann denken wir doch mal darüber nach. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie beabsichtigen, die Firma zu verkaufen und dann zu verschwinden. Hm? Was sollten Sie auch sonst tun? Aber jetzt haben Sie inzwischen meine Bücher und meine Konten geprüft und festgestellt, dass ich im Moment nichts als Schulden habe. Richtig. Und das heißt, wenn Sie Geld sehen wollen, dann müssen Sie sich gedulden. Es kann Ihnen passieren, dass meine Banken sich weigern, die Kredite zu verlängern. Verstehen Sie, was ich sagen will? Ich allerdings könnte die Kredite verlängern lassen, und zwar wann immer ich will. Ach ja, und wie? Ich müsste nur ein paar Gespräche führen. Allerdings kann ich das nicht von hier aus. Oh, alles klar, ich verstehe. Also, wenn ich Sie hier rauslasse, dann gehen Sie zur Bank, verlängern die Kredite und lassen uns mit Ihrem Geld abziehen. Hab Nein, ich recht? Nicht ganz. Aber ich würde mich vielleicht auf ein kleines Geschäft mit Ihnen einlassen, das Sie zu einer sehr reichen Frau machen würde. Sie könnten noch reicher sein, wenn Sie nicht mit Ihrem Partner teilen würden. Oh, mein Partner soll nichts davon erfahren. Nein, warum auch? Netter Versuch. Übrigens fange ich an, mich an Ihr Gesicht zu gewöhnen. Was sagen Sie dazu? Ach ja, ich denke, ich könnte mich auch an Ihr Gesicht gewöhnen. Unter etwas anderen Umständen natürlich. Abgesehen davon hätte ich doch meine Zweifel daran, dass es Ihnen gefallen würde, arm zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie es so weit kommen lassen. Wieso nicht? Früher war ich auch arm. Ja, ich auch. Und ehrlich gesagt fand ich es furchtbar. Nun, ich finde, Armut kann manchmal sehr inspirierend sein. Mhm. Sie kann aber auch gefährlich sein. Wirklich? Also das sehe ich etwas anders. Ich habe eher den Eindruck, dass die Gefahr jetzt kleiner wird. Ist das so? Mhm. Nun, ich würde sagen, es kommt in erster Linie darauf an, ob sich Ihre Prioritäten wirklich geändert haben, denn ich habe das Gefühl, dass Sie kurz davor sind, mir zu verraten, was ich tun muss, um an Ihr Geld ranzukommen. Was hätte ich denn für einen Grund? Einen ganz einfachen. Kelly Capwell. Frage können Sie wahrscheinlich selber beantworten. Denken Sie jetzt nicht, dass ich Zweifel an Ihren Fähigkeiten habe. Nur, dass Ihr Bruder in die Sache verwickelt ist, hat offenbar Auswirkungen auf Ihr Urteilsvermögen. Entschuldigung, aber ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Was meinen Sie damit? Können Sie das wirklich nicht? Wo ist der Haftbefehl für Ihren Bruder? Das, was zurzeit gegen ihn vorliegt, reicht nicht ganz aus. Was vorliegt, reicht aus. Wenn der Verdächtige nicht Ihr Bruder wäre, gäbe er schon lange einen Haftbefehl. Sie reagieren nicht wie ein Polizist, sondern wie ein Bruder. Das kann ich nicht durch. Also bei allem Respekt, Sir, ich glaube nicht, dass Sie mir hier einen Beamten nennen können, der diesen Fall korrekter bearbeitet hätte als ich. Ich werde Ihnen nicht nur einen anderen nennen, ich werde auch einen anderen auf den Fall ansetzen. Ich kann Ihre Gefühle ja gut verstehen, aber das ist eine polizeiliche Untersuchung und ich stehe letzten Endes dafür gerade. Ihr Bruder ist ein Verdächtiger, habe ich recht damit? Tja, ich werde alles tun, was ich kann, um ihn zu finden. Und wie, wenn ich fragen darf? Indem Sie sich mit Harland Richards anlegen, der hat sich über Ihre Verhörmethoden beschwert. Sie haben ihn doch verhört. Ja, so ist es. Ich war gezwungen, Mr. Richards zu verhören, das ist wahr. Aber es lief alles völlig korrekt. Nein, Sie haben leider haufenweise Fehler gemacht. Sie haben Andeutung fallen lassen. Sie haben über gewisse Verdachtsmomente gesprochen, als wären sie Tatsachen. Castillo, Richards ist ein sehr mächtiger Mann. Denken Sie wirklich, er lässt sich so etwas bieten? Die Frage ist doch, was lassen wir uns von ihm bieten, Sir? Denn ich glaube, dass niemand anders als er hinter der Sache steckt. Und das werde ich beweisen. Nein, das werden Sie nicht.
Ich werde Ihnen sagen, was Sie tun. Sie werden aufhören, Harland Richards zu belästigen. Haben Sie verstanden, Castillo? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie seinen Namen in Zukunft aus dieser Untersuchung raushalten werden. Es sei denn, Sie können uns hieb- und stichfeste Beweise liefern. Ist alles klar? Ja, Sir. Gut. Und was jetzt? Jetzt gehen wir in die Arbeit. Aha. Und was? Ich muss Ihnen doch nicht Ihren Job erklären, oder? Nein, aber ich würde gerne wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Fragen Sie den Commissioner. Er hat von Ihnen verlangt, dass Sie Richards in Ruhe lassen, oder? Wäre schon möglich. Wie bitte was? Aber wenn er erfahren sollte, dass Sie jetzt trotzdem weitermachen, gibt es einen Riesenärger. Wollen Sie das etwa riskieren? Dann werde ich darauf achten müssen, dass er es nicht erfährt. Ganz einfach. Wie schön, dass du auch noch erschienen bist. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Auch was deine Rede betrifft. Ich fand, dass ich mich außerordentlich geschickt aus der Affäre gezogen habe. Wie sieht der neue Plan aus? Darling, ich bin leider kein Ingenieur. Insofern kenne ich auch keine Einzelheiten des alternativen Plans. Wieso willst du die Sache nicht verschieben, bis alle offenen ökologischen Fragen wirklich geklärt sind, Mason? Ich denke, ihr wollt sicher sein, dass das Reservat auf keinen Fall gefährdet wird. Aber das sind wir. Alle Berichte über eine Gefährdung des Reservats sind nicht wahr. Wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Schutz des Reservats, würdest du die Sache jetzt nicht so rigoros verfolgen. Ja, verstehe doch, es geht leider nicht anders. Wir sind gezwungen, unsere Verträge einzuhalten. Wir sind gezwungen, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Ja, die berühmten Sachzwänge. Die Platte kenne ich. Du kannst dir den Rest gerne sparen. Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, ich bin jetzt gezwungen, auch einigen Tatsachen ins Auge zu sehen. Entschuldige mich. Mr. Nichols. Mrs. Capwell, wie war Ihr Einkaufsbummel? Falls Sie jetzt immer noch die Absicht haben, dieses Projekt zu Fall zu bringen, wenn Sie also entschlossen sind, weiter gegen das Projekt zu kämpfen, würde ich Ihnen meinen Rechtsbeistand anbieten. Tatsächlich? Dann sollten wir uns darüber etwas eingehender unterhalten. Aber vielleicht besser woanders. Ein paar von uns werden sich anschließend treffen. Vielleicht könnten Sie Ihr Angebot dann wiederholen, wenn Sie das überhaupt ernst gemeint haben. Doch, habe ich. Robert. Ich verstehe dich nicht. Warum bist du so zurückhaltend? Das bin ich nicht. Absolut nicht. Ich will nur, dass das etwas ganz Besonderes wird. Das will ich auch. Weißt du, ich habe so lange auf eine Nacht wie diese gewartet und deshalb will ich, dass sie ganz perfekt wird. Craig! Ich kann auch morgen wiederkommen. Nein, wir müssen da noch einiges klären. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Wir sehen uns nachher. Ja, sicher. Bis dann. Bis dann. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir jetzt zur Sache kommen. Genau das wollte ich gerade sagen. Was ist mit Kelly Capwell? Ich habe Kelly längere Zeit beobachtet. Ich weiß sehr viel über sie. Zum Beispiel, dass Kelly für sie gearbeitet hat. Und ich weiß inzwischen auch, dass die Beziehung, die sie hatten, sagen wir, etwas mehr als nur eine Geschäftsbeziehung war. Nettie Kleine, wirklich. Wäre es nicht furchtbar für sie, wenn Kelly etwas zustoßen würde? Und Unfälle kommen vor, jeden Tag. Und jetzt hören Sie mir mal gut zu, Robert. Sie haben gesehen, wozu ich fähig bin. Ich kann Sie nur davor warnen, mich zu unterschätzen. Machen Sie jetzt keinen Fehler, den Sie irgendwann bereuen werden. Ich warne Sie. Wenn Sie jetzt nicht anfangen zu reden und mir alles sagen, was ich wissen will, dann kann ich Ihnen und vor allen Dingen Ihrer Freundin Kelly nur raten, Ihr Testament zu machen. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.